Wir sind hier in Helsinki. Wolfgang Brittert, Window Day Poker Manager, und Harald Pavisch und Jürgen Smutek aus dem Window Day Poker Team. Und wir beobachten hier das Finale der Austrian Finnish Online Poker Championship im Casino Helsinki. Es geht um 10.000 Euro. 5.000 für den Sieger, 3.000 für den Zweiten und 2.000 für den Dritten. Ja, und es sind dabei 5 Finnen und 4 Österreicher, die hier um den großen Pott spielen. Es ist noch niemand ausgeschieden. Das heißt, alle 9 haben noch die Chance auf den großen Geldtopf. Wir drücken natürlich den Österreichern die Daumen. Ja, Christoph geht hier jetzt all in. Einer der Österreicher, ein Wiener. Oder zumindest wohnhaft in Wien. Dann haben wir noch die dreifache Poker Damen-Europameisterin Jessica Teusl am Tisch. Einen Fußballer, den Florian Gaugusch, der bei der Austria 13 spielt. Team Flo, GoGo. Und den Stefan Gottwald, ist eigentlich ein Bayer, wohnt aber in Innsbruck, ist also quasi ein Österreicher. Wurde von uns okkupiert. Und diese 4 Österreicher kämpfen gegen 5 Finnen. Da kennen wir nur den Heiko Kajovara, der voriges Jahr gewonnen hat. Und hier auf dem Platz Nummer 5 sitzt. Schauen wir, ob auch heuer wieder gewinnen wird. Clemens, wir haben dir das 10-Euro-Ticket gerade auf deinen Window Day Poker Account gut geschrieben. Du findest es und siehst es jetzt auf deinem Account. Finde ich lustig, so ein Live-Gewinnspiel. Sehr gut. Überlegen wir uns vielleicht ein bisschen schwierigere Fragen. Ja. Ja, vor allem welche, die wir nicht vorher verraten. Guter Punkt. Ich habe übrigens den Grund herausgefunden, warum er die Chelsea auch wieder aufgesetzt hat. Chelsea führt gerade 4:0 in der Premier League. Vielleicht hat er Deck, das bringt ihm Glück. Wahrscheinlich, ja. So, schauen wir mal. Kajovara ist hier All-In mit König Bube und Jesse mit Ass, König Dame und Jesse mit Ass Dame. Kann hier den Titelverteidiger aus dem Turnier nehmen. Falls er den Call findet. Jesse. Stehen die Chancen gut. Call it, come on. Ja. Ich glaube, sie callt. Ich glaube auch. Ich glaube, sie callt. Es ist halt. Big Blind ist 400, oder? Dann ist es ja circa 20 Big Blinds. 20 Big Blinds. Das callt sie. 21,5 Big Blinds. Sie rechnet also nach, sie rechnet nach. Wenn sie das verlieren sollte, hat sie noch immer 20k, noch immer genug zu spielen. Könnte hier einen sehr guten Spieler vom Tisch nehmen. Spielt das eine Rolle, glaubst du, dass sie weiß, er ist Titelverteidiger? Das ist der, wenn der weg ist. Glaube ich schon. Ich glaube, sie ist sich dessen bewusst. Vor allem, sie weiß auch, dass er aggressiv spielen kann, dann ist Ass-Dame eine gute Hand gegen seine Range. Also wir sehen hier den Vorjahresgewinner Kajovara. Und sie macht den Call. Und die dreifache Poker-Europameisterin Jessica Teusl. Und sie macht den Call. Und jetzt hoffen wir, dass Ass-Dame hält gegen König. Ja, damit wir einen sehr, sehr gefährlichen Spieler eliminieren würden. Kein König, bitte. Ja, ein Kreuz. Super Flop. Jesse, das Kreuz Ass aus. Oh, das war meine Zehn. Ich hab gesagt, kein Kreuz. Das ist böse. Ah, yes, come on. Yes. Super. So, Titelverteidiger ausgeschalten. Und viele Chips für die Jesse. Ich glaube, jetzt werden die Blinds bald erhöht auf 300, 600. Also dann schaut es noch düster aus für Stefan. So, als Bube. Das wird wahrscheinlich alles werden. Na, lasst sich noch was. Bisschen was. Jessica macht mit. Geht Dame direkt aus. All in, was natürlich gefährlich werden kann, wenn dahinter wer mit Außer aufwacht. Jetzt Battle sehen of wir the Austrians. Wirklich ein Battle of the Austrians. Jessica gegen Christoph. Haben auch gestern am gleichen Tisch gespielt beim Turnier. Ja, Christoph braucht. Muss den Glück gewinnen. Jesse kann sich's leisten, den zu verlieren. Ich glaube, es hat niemand der Ass gefoldet, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt eine 2. Jede 2, jedes Ass. Zumindest Jesse erhält das Herz. Ja. Herz 2 wäre jetzt lustig. Let's go.
Da ist ein Herz. Jetzt wird es natürlich jetzt wird's schwierig für. Jetzt wird weniger Outs für jetzt Christoph jetzt. Jetzt wird es dünn. Jetzt wird es dünn. So, Jesse holt sich quasi das Bounty, hingemäß. Und Christoph ist leider ausgeschieden. Jetzt sieht man, wir haben eine österreichische Doppelführung. Stefan Gottwald mit knapp 50.000, vor Jessica Dösel mit knapp 40.000. Dahinter eine Riege an Finnen. Und letzter Stelle der Flo. Team Flo. Der leider wirklich nicht gesegnet ist vom guten Himmel bis jetzt, aber ich glaube, jetzt wird er vielleicht. Aha. Ja, was passiert da? Wie viel Big Blinds hat der? Der Flo? Ja. Entschuldigung. Er hat 15 Big Blinds. Die Hand begonnen und Chris jetzt. Die Jessie hat bezahlt. Defended. Okay, das könnte interessant werden. Das könnte. Da dürfte vielleicht ein bisschen was gewinnen. Ja. Flo wird es jetzt betten und wenn die Jessie was macht bei dem shorten Stack von Flo, wird es mich auch nicht wundern. Also ich denke mal, raisen wird sie nicht. Aber bezahlen. Ja, was wie viel setzt er da an? Ich glaube, das sind 1500. 1500. 11, ja, ein Drittel Pot, das zahlt sie sowieso. Zahlt sie jetzt also. 1100. Wenn jetzt die Kreuz kommt, dann. Oder wenn der Vierer kommt. Oh, ja. Jetzt könnte es gefährlich werden. Für den Flo. Flo. Ja. Nimmt die Jessica den nächsten Österreicher vom Tisch? Oder? Das ist ein gelber Chip. Ist kein All-In, aber ist schon. Achso. Ah, er hat gesagt, check Christine. Okay. Er hat called. Flo braucht Hilfe am River. Der braucht dringend Hilfe am River. Ja, nicht. Ansonsten jede 3, jede 10, jede Dame. Ja. Ansonsten hat Jessica den nächsten Österreicher eliminiert. Ja, wirklich. Leider. Wir eliminieren uns alle gegenseitig. Austrian Terminator? Ja. Jesse Greens. Schade. Okay. Schade für Team Flo. Gut schade gespielt. Für den Flo. Na wirklich, Team Flo waren alle im Chat oder so. Ja. Gell? Team Flo, sorry Team Flo. Ich habe auf jeden Fall das Glück, dass ich da in einer super Poker-Community bin, sage ich mal, von Burgersdorfern, also aus meinem Heimatort, haben wir da 7, 8 Jungs, die immer mit denen wir immer Homegames machen, die auch teilweise aktiv sind auf Winter.de und im Online-Poker und die sich halt auch super verbessert haben in den letzten Jahren, sag ich mal, und es ist halt echt cool, dass wir da so einen Progress haben. Und dann habe ich die andere Pokergruppe, die mit ein bisschen experienced Playern spielen, mit denen ich halt mehr um die Welt reise und die ich begleiten darf in dem Fall. Möchtest du ein paar Shoutouts? Ein paar Shoutouts. Der Chat verlangt Shoutouts. Shoutouts auf jeden Fall an den Grand Palace in Burgersdorf, Fabi und Nemi und Martinho, Fabsen Moor, Steinl Chris und an die Sikawena Bande. Mhm. Das sind die St. Pöltener Jungs. Ja, wenn noch. Du hast sogar einen Zuschauer aus Kolumbien. Einer meiner besten Freunde, das ist eine coole Geschichte, ist jetzt ausgewandert nach Kolumbien, den werde ich dann besuchen im Winter. Wir müssen vielleicht ganz kurz schauen wir auf den Bildschirm. Gibt ein All-In? Es gibt gerade ein All-In zwischen zwei Finnen. Ah, okay. Hooker und Maryliner. Klassischer so der, Flip. So wie der Hooker Rand. 9-9. Stars nutzen. Naja, bitte, da ist der. Aber es ist das Ritual. Aber das bleibt interessant. Ja, das wird seinem Stack auf jeden Fall wehtun. Das Ass bringt dem Maryliner nichts. Und jetzt. Der König auch nicht. Ein Needle. Ein klassischer Needle. Also gut zu sehen, dass sie auch einmal die Finnen gegenseitig ausnocken, denn die Jessica die Österreicher vom Tisch nimmt. Ja, 2 Österreicher haben wir noch dabei. So schwach der Tisch, fragt der JP. Naja, der Hooker. Ja, ein kompletter Crazy Spieler. Eine Zielscheibe auf seinem. Mhm. Körper irgendwo. Aber er runnt unglaublich gut. Ja, runnt super. Mega, ja. Er wäre eigentlich schon draußen, hat dann den 3% noch gewonnen. Genau. Wahnsinn.
Ja, was hast du jetzt geplant? Gehst du auch wieder, Christoph, an die Cashgame-Tische? Mal schauen, was dort passiert. Nein, also ich werd jetzt nicht mal Live-Poker spielen. Wir waren letzte Woche in Bangkok, das hat relativ lang gedauert, am Samstag schon bis im Bangkok-Casino in Bratislava. Es hat am Samstag bis 3:30 gedauert, glaube ich, und Sonntag auch war bis zu, weiß nicht, 1. Mhm. Also war relativ lang und genug Live-Poker jetzt für Zeit. Genau. Ich werde jetzt den Stream auf jeden Fall rewatchen, weil ich mich mal sehen möchte. Okay. Passiert ja nicht so oft und ja, ich verfolge das auf jeden Fall noch, wie das jetzt den nächsten, also den Final Table in dem Fall verfolge ich auf jeden Fall noch bis zum Schluss. Und wird noch ein bisschen dauern, ja? Ja, wird sicher noch ein bisschen dauern. Dann schauen wir vielleicht. Das Wetter ist halt leider nicht so toll, aber vielleicht reißen wir noch irgendwas an. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. Pierre raced hier den Flop mit Trips. Und Hooker macht 7000 dann, okay. Ja, ich glaube, einmal hat er schon so einen crazy Click it back quasi. Wo beide die Ass-Bube Hand hatten. War das schon? Ich glaube, er hat die war schon, ja. Und Pierre. Wo am Tisch noch gemeint hat, er hat King Jack gefoldet und. Haben wir diese Hand schon gesehen? Ich weiß jetzt nicht. Ja, genau. Und natürlich, weil ich bin schon am Tisch. Also, du bist noch am Tisch. Ja, ja, hat der Hooker gemeint, er hat King Jack gefoldet auf Jack 6-3, wo es dann reingegangen ist mit Ass-Bube gegen Ass-Bube und Freund erzählt mir dann draußen, er hat Ass-7 gehabt. Also, Wir erinnern uns, er hat Ass, genau, Ass-7 gehabt. Aber jetzt interessant, der Hooker gibt nicht auf. Blufft eigentlich weiter, weil mit 6er kann er dann nicht glauben, dass er vorne ist. Super extrem kleinen Bet-Size. Er hat 4000 gesetzt in 18.000. Und jetzt checkt er. Ja, jetzt muss er. Normalerweise würd ich sagen Jam, aber gegen den Hooker finde ich ein kleines Sizing sogar besser, weil er da den einfach reinhustlen kann. Ja, vielleicht kommt der Hooker auf Ideen und Jack Restorin oder so. Gerade jemand so wie der Hooker ist dann wahrscheinlich einer, der einen Hero Call hinlegt. Ja, das Sizing. Jammed, okay. Also, ich finde das All-In eigentlich fast das Beste. Sein. Weil wird er sich fragen, okay. Ja, aber kann er dann. Also, es schaut ja super strong aus vom Bier. Ich meine, er kann nicht kommen. Ja, aber das ist halt. Ob er das sieht, ist die andere Frage. Stimmt. Auf 10, 10 sind 7. Er hat es irgendwo drin, ja. Ich hab's gesagt. Unglaublich. Harald, also das ist das Orakel. Er hat eigentlich, wie lange hat er überlegt? 10 Sekunden? Ja. Boah, ziemlich trocken. Räuft's. Call und geht. Naja. Call steht auf und geht. Ika. Mit Damen. Kommt der Limp. Hat er genommen? Nein, oder? Nein. Ich glaube, das war nicht so innehmbar. Vielleicht adaptiert er die Strategie. Eine bisherige Strategie, ich glaub, also reinzustellen? Meine Prognose ist, nein, ich glaube, der raced ein bisschen, weil damit will er Action schon. Vor allem, wenn er erst der Shotstick, glaube ich, gell? Ja. Ein Shotstick will er. Ja. Ui, da wird's auf jeden Fall reingehen. Da könnte schon sein, dass die Bubble jetzt hier aufhört. Ja. Oh. Die Finnen gegeneinander. Finnen versus Finnen. Race, re-race, Instacall. Finish, the finish. The finish, finish. Gibt es ein finishes? Wir hören auf. Ich glaube, das haben alle Finnen auch schon zu Genüge gehört, diese Jokes. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwer für Ilka. Zwei Outs. Kein Backdoor Flaschen. Ja, jetzt ist vorbei. Okay, jetzt ist vorbei. Drawing dead, good game. Drawing dead. Damit ist die Bubble vorbei. Die Bubble ist geplatzt. Und dann, das haben wir das ist das Beste, oder? Am Handy sein und vergessen, die Blinds reinzulegen. Dass man hier nochmal erinnern muss. Ja. Jesse stellt rein. Ship it. Ja. Oh. Mit 5 ist einfach Entscheidung, aber da wird es jetzt den Call bekommen. Da können wir schon passt haben. Callt nur. Will er jetzt auch bezahlen damit? Er fragt den, wie viel das Chip ist. Chipcount. 18.000 kann er aber nicht zahlen. Hat er open gefoldet und dann
Ja, der Open Fall. Er hat zumindest, also der Pierre hat jetzt ein Out weniger, falls die Chase den Fünfer trifft. Ja. Das ist gut zu wissen. Wir drücken der Jessica die Daumen. Come on, Chat. Oh. Yeah. Und auch sie hat das einzige Karo. Na passt. Ein Out hat keine er. Na, 10er bitte. Jetzt noch. Jetzt hat, jetzt hier, hat er zwei. Ach, das ist das unglaublich. 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 Das letzte Out. Jessica. Na, aber gute Leistung. Dritter Platz. Jessica ja. belegt den dritten Platz. Auf jeden Fall ein super Erlebnis natürlich, wenn man gerade noch so jung ist, gleich so TV-Tisch, Reise nach Helsinki. Dem hat es halt wirklich richtig getaugt. Ja, glaube ich auch. Auch wenn das Ergebnis dann nicht so prickelnd war, aber ich glaube, allein als Lebenserfahrung so mal, macht er sich jetzt Motivation, mehr zu tun, mehr zu pokern. Großer Dreibett vom Stefan mit unbekannter Karte. Gäste gerade. Pira Koltas mit 6. Mal mitspielen. Mhm. Trifft auch den 6er. Keine Ahnung, was der Stefan hat. Oh. All in und Call. Okay. So, ja, ist der Snap Call. Oh. Eieieiei. Das wird schwierig, Stefan. Mit der Dame. Dame Rebektor. Ganz schwer. Ja, jetzt wird's. Schade. Sehr schade, aber natürlich super gespielt, muss man ehrlich sagen. Und aber Österreich zweimal am Stockerl? Ja, auch damit glaube ich, können wir leben. Für den ersten Platz hat es leider nicht gereicht. Nächstes Jahr. Dann. Aber nächstes Jahr haben wir dann viele die Chance, irgendwie so ein Turnier zu gewinnen und dann hier mitspielen zu dürfen. Und ja, man muss schon sagen, das Kommentieren macht auch Spaß, aber man spielt dann trotzdem lieber. Gell? Auch wenn man dann vielleicht ein, zwei Fehler macht am Tisch, die man vielleicht im Nachhinein anders gespielt hätte, aber ja, das kommt natürlich vor, wenn man da recht lange pokert.